Der Privatsektor der Türkei hat im Ausland mit dem Stand Januar 2018 kurzfristige Kredite in Höhe von 18,9 Milliarden Dollar aufgenommen. Die Summe langfristiger Kreditschulden ist um 5 Milliarden auf 225,7 Milliarden Dollar angestiegen. Die Ratingagentur Moody's hatte festgestellt, dass die Auslandsschulden des Privatsektors steigen und dass die Landeswährung schwäche. Deswegen hatten die Experten die Kreditwürdigkeit der Türkei am 9. März auf BA2 herabgesetzt. Damit hat das Land dieselbe Kreditwürdigkeit wie Costa Rica.